mal 1-0 im Pokal in Ulm gewonnen. Erstmal Glückwunsch natürlich zum Einzug in die nächste Runde. Warum habt ihr euch am Ende so schwer getan? Warum hat es so lange gedauert, bis das Tor gefallen ist? Weil wir am Anfang die Chancen, die wir sehr gut rausgespielt haben, nicht gemacht haben. Dann Ulm ins Spiel gelassen haben und Ulm ist eine sehr gute Regionalliga-Mannschaft. Wir haben es denen teilweise noch ein bisschen zu einfach gemacht und sie ins Spiel gelassen und deswegen hat es dann auch ein bisschen länger gedauert. Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird. Wir wussten, dass es kein leichter Gegner ist, auch wenn es auf dem Papier nur Regionalliga ist. Aber hier sind schon andere Bundesligisten und Zweitligisten gestolpert, das wussten wir. Und ja, das Ziel war, hier eine Runde weiterzukommen und ja, ich glaube, das haben wir geschafft. Ich denke, wenn man die letzten Runden gesehen hat hier in Ulm, wer da gescheitert ist, soll natürlich keine Ausrede sein für das Spiel, aber ja, wir hätten souveräner spielen müssen. Wir hätten ja ein bisschen ja schon einfach eher den Sack zumachen müssen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind weiter. Wir sind in der nächsten Runde und darauf können wir stolz sein. War es der erwartete Pokalfight gegen einen ja, viertklassigen Gegner oder eine Mannschaft aus der vierten Liga, die aber, wie du es schon gesagt hast, dem einen oder anderen schon mal das Bein gestellt hat? Ja, Flutlichtspiel, Regen, ich glaube, das ist nicht ganz so leicht. Von der Einstellung, glaube ich, waren wir alle da. Das kann uns keiner absprechen, aber es ist nicht immer so leicht. Das wussten wir auch von vornherein. Deswegen, das Ziel war einfach, hier weiterzukommen. Wir wussten, wie schwer es wird. Die Ulmer waren auch gut in den Zweikämpfen, muss man auch ehrlich sagen, haben gut gespielt. Und ja, deswegen haben sie es uns sehr schwer gemacht. Ja, mich hat es gefreut, wie viele von uns wieder dabei waren. Ist einfach Wahnsinn. Und wenn man dann am Ende, sage ich mal, mit einem ja, glücklichen 1-0 dann weiterkommt und man sieht, die Fans jubeln und fahren schön nach Hause und haben ein schönes Wochenende, umso besser für uns. Aber ja, wir werden jetzt nicht in Euphorie ausbrechen. Wir wissen es anzuordnen. War ein ekliges Spiel, kein gutes Spiel von uns. Und wir sind aber weiter und da freuen wir uns trotzdem drüber. Was könnt ihr mitnehmen aus dem Spiel? Ja, einfach die Situation vorne konsequenter ausspielen noch. Gieriger sein, ähnlich wie in der Liga. Wie in Paderborn nach dem 2-1. Von daher glaube ich, das und die Konterabsicherung heute, wir haben glaube ich, ein bisschen zu mutig nach vorne verteidigt. Am Ende Traumtor von Thailand Duman. Wie hast du es von hinten gesehen? Ah, ich hatte den besten Blick, glaube ich, von allen. Davor haben wir es richtig gut gespielt über die Seite mit Tom und mit Denno, glaube ich, noch. Und dann hat Thailand einen freien Fuß gehabt und macht ihn überragend rein. Wunderschönes Tor. Ich glaube, Tom war im Zweikampf, hat den Ball gewonnen, spielt zu mir. Ich lege ihn mir auf links. Ja, stand relativ gut zum Tor. Und dann habe ich das linke obere Eck anvisiert und ja, ging zum Glück rein. Jetzt steht das nächste Heimspiel an in der Liga. Ist das so ein bisschen nach zwei Spielen in der Liga, zwei Punkte? Weiter kommt Pokal, ein zufriedenstellender Saisonstart? Ja, ich hätte gerne in der Liga ein paar Punkte mehr. Pokal weiterkommen war Pflicht. Das haben wir jetzt erreicht. Nicht zu euphorisch sein und dann schauen, dass wir in der Liga unsere Arbeit machen. Unser Anspruch ist immer mehr und wir wussten auch, dass wir in Paderborn war sehr unglücklich. Wir wussten, dass wir auch mit 6 Punkten hätten starten können. Wir haben auch ein gutes Spiel zu Hause gemacht, aber wir holen das nach, beziehungsweise wollen das nachholen, jetzt zu Hause gegen Düsseldorf. Ich glaube, wenn wir das gewinnen, dann sieht es schon wieder gut aus. Dafür viel Erfolg und jetzt erstmal eine gute Heimfahrt. Dankeschön, danke.